Ja, lass uns gleich mit einer kleinen Skizze beginnen mit Bleistift. Ich arbeite mich jetzt hier einfach von dem Engelsgewand, von dem Kleidchen, das ich hier ein bisschen wie ein einfaches Viereck anlege, nach oben und setze einfach den Kopf als runde Form oben drauf. Mal einfach erstmal drauf los. Linien kannst du einfach während des Malens und Zeichnens wieder korrigieren. Ich finde es immer einfacher, erstmal anzufangen und dann bei Bedarf einfach die Linien wieder wegzunehmen oder anzupassen. Und dann arbeite dich einfach Schritt für Schritt auf die Skizze vor. Denk daran, dass du jetzt nur die wichtigsten Formen und Umrisse brauchst. Alles andere kannst du später mit der Farbe noch anlegen. Und hier kommen auch schon die kleinen Flügelchen, einer links und einer rechts. Du kannst die Flügel deines Engels natürlich auch größer machen oder breiter, ganz so, wie es dir beliebt. Und da ich hier ja keinen gewöhnlichen Engel, sondern einen Happy Angel male, hat er auch keine normalen Schuhe an, sondern bunte Socken. Denke immer daran, malen darf Spaß machen. Alles, was in deiner Fantasie vorhanden ist, darf aufs Papier. Lass dich hier von nichts und niemandem begrenzen. Das Gleiche gilt auch für das Gesicht. Setze hier ganz intuitiv die Augen an. Entscheide spontan, wohin der Blick geht. Ich bin sicher, dein Bild erzählt es dir. Und dann bekommt unser Engelchen natürlich noch ein paar Haare. Auch hier entscheide ich mich für eine ganz einfache Variante. Folge auch hier einfach deinem Gefühl und halte dich gar nicht allzu lange an der Skizze auf. Ein kleiner Heiligenschein darf bei mir hier noch aufs Papier. Die Füße passe ich noch mal ein bisschen an, die werden noch mal ein bisschen kleiner und dann ist unsere Skizze hier auch schon fertig und wir können gleich mit Aquarellfarben im zweiten Schritt loslegen. Ja, entscheide dich auch hier einfach für die Farbe deiner Wahl. Schau, was gerade zu deiner Stimmung passt oder was dein Bild dir erzählt, welche Farbe hier aufs Motiv soll und dann fang einfach an. An irgendeiner Stelle, an der es sich für dich gut anfühlt. Du kannst erstmal mit einer leichten Farbschicht beginnen oder gleich in die Vollen gehen und kräftige Farben zusammenbringen. Folge auch hier einfach deinem Gefühl. Ich habe mich hier erstmal für diesen Magenta Pinkton entschieden und du siehst, ich arbeite hier nicht ganz genau, sondern einfach von oben nach unten und von links nach rechts und wieder zurück und dann darf auch schon die nächste Farbe hier ins Spiel kommen. Das Lila verwischt sich jetzt einfach hier mit dem Pink. Das darf einmal sanft ineinander überfließen und hier und da auch gerne mal eine Kante haben. Denk daran, das ist erst die Basis, wir arbeiten nachher alles noch aus. Bring so viel Farbe ins Spiel, wie du magst. Ich habe mich jetzt hier nochmal für diesen Türkis-Blauton entschieden. Und ja, das sieht erst ein wenig chaotisch aus und das darf es ruhig auch. Denn du wirst sehen, nachher fügt sich alles wie von selbst zusammen. Wenn du magst, feuchte deinen Pinsel mit ein wenig Wasser an und lass die Farben einfach ineinander fließen oder bring nochmal neue Farben ins Spiel. Du wirst sehen, es ist ganz leicht, wenn du es dir erlaubst.
Ja, und so schnell hat unser Engelchen hier auch schon sein Kleidchen an. Und wenn die Farben langsam trocknen, kannst du nochmal entscheiden, ob du hier und da nochmal mit kräftigerer Farbe drüber gehen magst. Und natürlich bekommen auch die Socken hier noch ihre Farbe. Hier wiederhole ich einfach Farben aus dem Kleid, damit das Ganze nachher ein schönes rundes Bild ergibt. Also auch hier wird es nochmal pink. Und wir sehen gleich auch noch blau. Und immer wenn ein Farbbereich gerade noch trocknen muss, dann arbeite einfach irgendwo anders auf deinem Papier weiter. Ich habe mich hier für einen blonden Engel entschieden. Das ist die gleiche Farbe aus dem Kleid, ein bisschen abgetönt, ein bisschen dunkler gemacht. Und auch der Heiligenschein hier bekommt noch die gleiche Farbe. Und natürlich bekommen auch die Flügel ein wenig Farbe. Du siehst, auch das ist wieder ein Farbton, den wir bereits im Kleid mit drin hatten, nämlich dieser Blau-Türkiston. Den trage ich jetzt hier nur ganz, ganz verwässert auf und lasse die Farbe dann nach unten hin auch mit Wasser einfach verlaufen. Und das Gleiche machen wir auf der anderen Seite. Dann lasse ich die Farben ein wenig trocknen und arbeite mich dann hier noch an den Socken entlang. Hier fehlen noch die Zehenspitzen, die noch etwas Farbe bekommen. Und du siehst, die Farben wiederholen sich immer wieder im Bild. Das macht das Ganze einfach sehr harmonisch. Auch wenn der Betrachter das vielleicht gar nicht bewusst wahrnimmt. Und das Blüßlein unter dem Kleid bekommt auch nochmal diesen Magenta-Pinkton in sehr abgetönter Variante, also mit sehr viel Wasser verdünnt. Du siehst, so langsam wird es schon richtig schön bunt hier. Was jetzt noch fehlt, sind die Hautstellen. Hier verwende ich jetzt heute einen fertigen Hautton, eine Hautfarbe. Die gibt es fertig zu kaufen. Du kannst sie auch anmischen. Zum Beispiel eine Mischung aus Gelb und Siena gebrannt. Und ein bisschen Rot oder Magenta gibt schon einen sehr schönen Ton. Hier arbeite ich auch wieder mit relativ viel Wasser. Das heißt, die Farben trage ich hier erstmal nur verdünnt auf, dass sie zart bleiben und man nachher das Gesicht gut erkennen kann. Vielleicht magst du ja auch die Flügel noch ein wenig verzieren, ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Ich habe mich hier einfach spontan für ein paar verspielte Punkte entschieden. Vielleicht magst du auch Muster anlegen oder noch Farbe hineinlegen in die Flügel. Entscheide auch hier wieder ganz spontan, was dir gefällt. Und
und wie dein ganz persönlicher Engel aussehen darf. Und wenn alles gut getrocknet ist, dann lass uns gerne hier mit dem Fineliner weitermachen. Ich arbeite heute mit einer relativ dünnen Fineliner-Spitze, die hat eine Stärke von 0,2 mm, sehr, sehr fein, aber es passt für mich heute einfach gut zum Motiv und der Fineliner ist wie immer wasserfest, sodass ich auch bei Bedarf nachher nochmal mit den Aquarellfarben oder mit Wasser drüber gehen kann, ohne dass irgendetwas zerfließt oder verschmiert. Und ich fange erstmal mit dem Gesicht an, um unserem Engelchen schon ein wenig Leben einzuhauchen. Und du siehst, wie das auch allein das ganze Bild schon wieder verändert. Ja, und dann mache ich mich hier an die Outlines, das heißt an die Umrisse. Und hier ist ein bisschen Fleißarbeit angesagt. Das heißt, ich umrande jetzt sozusagen alle Linien nochmal mit dem Fineliner. Aber hier kommt es, wie immer im Happy Painting, gar nicht so sehr darauf an, dass das ganz exakt geschieht, sondern du kannst auch hier schon ganz spontan Verzierungen einarbeiten oder deine Linien wellenförmig machen, Zacken reinbringen oder. Fühl dich hier wieder ganz frei, einfach mit dem Stift zu spielen und gar nicht so sehr darauf zu achten, dass dein Bild nachher perfekt sein muss. Denn perfekt ist es ohnehin genau so, wie es jetzt gerade ist. Und du siehst aber, die schwarzen Linien machen das Motiv einfach nochmal greifbarer, deutlicher, sodass es auch von Weitem schon gut zu erkennen ist und einfach noch ein bisschen Form bekommt. Hier hast du jetzt auch die Möglichkeit, noch irgendwelche Bleistiftlinien von vorhin aus der Skizze anzupassen, neue Linien zu ziehen. Du musst nicht beim ersten Entwurf bleiben. Du darfst auch jetzt immer noch etwas anpassen, verändern, neu ins Spiel bringen. Ganz so, wie es dir beliebt. Ich arbeite heute relativ achtsam und bedacht, aber vielleicht hast du auch Lust, in schnellerem Tempo über dein Bild zu kritzeln und die Linien noch wilder und lebendiger zu gestalten, dann fühl dich auch hier wirklich frei, jetzt deinem Impuls zu folgen und deinen Engel wirklich auf deine ganz eigene Weise umzusetzen. Und füge überall gerne noch Details hinzu, die aus deinem Gefühl heraus noch fehlen, greife Ideen auf, die dir spontan noch kommen. Alles ist willkommen in deinem Bild. Ich habe mich hier noch für ein paar kleine Wimpern entschieden. Ein paar Sommersprossen dürfen hier auch nicht fehlen. Was macht deinen Engel besonders liebenswert und einzigartig? Bring all das ins Bild. Und wenn du magst, dann arbeite mit mir jetzt noch mit dem weißen Fineliner ein bisschen weiter. Auch der gehört zum Happy Painting bei mir fest dazu. Und auch hier geht es einfach darum, zu spielen, Spaß zu haben. Lass dich einfach übers Bild tragen von deiner Hand. Schau, wo irgendwelche Muster entstehen dürfen, kleine Spuren,
winzige Details oder vielleicht auch große wilde Kritzeleien. Bei mir sind das oft kleine Kreise und Punkte oder Spiralen, die hier entstehen. Vielleicht hast du noch Ideen, was du jetzt hier hineinbringen möchtest. Probier einfach aus. Und du siehst, wie sich das Bild wieder verändert durch die Arbeit und die Spielereien mit den Feinlinern. Da entsteht auf einmal wieder aus einem Bild ein ganz neues Bild. Und so siehst du, nichts geht verloren und nichts ist verloren, wenn du das Gefühl hast, dein Bild gefällt dir nicht. Diese Phase gibt es ganz oft während des Malens und du siehst, man kann immer wieder neu ansetzen und das Bild ja fast schon grundlegend wieder verändern. Und jetzt wird es auch hier nochmal ein bisschen lebendiger. Jetzt dürfen hier noch ein paar kleine Details mit dem schwarzen Feinliner ins Spiel kommen. Hier gibt es noch ein paar Rüschchen am Kleid und hier und da ein paar kleine Punkte, Striche, Verzierungen. Ganz so, wie es gerade Spaß macht. Und ja, da mag ich auch dich heute wieder dazu einladen, wirklich mit Spaß und Freude hier über dein Bild zu gehen und die Dinge einfach geschehen zu lassen. Wage dich ruhig auch außerhalb des Motivs ans Malen. Wo auf deinem Papier darf noch etwas Neues entstehen? Bring es ein. Ja, und wenn du magst, dann greif doch jetzt noch zu den Farbstiften, unserem dritten Happy Painting-Schritt, und schau mal, wo noch Farbe ins Spiel darf, wo noch farbige Linien, Muster, Flächen entstehen dürfen auf deinem Bild. Wähle auch hier einfach intuitiv die Farben aus, die dir gerade zusagen, und dann tanze einfach über das Bild mit deiner Hand, schau mal, wo es dich hinzieht. Und dann lass uns dein Engelchen zu einem richtig schönen, verspielten, bunten Ende bringen.
ein bisschen Gesichtsfarbe bekommt der Engel hier noch. Ein paar rote Bäckchen deute ich hier mit dem Farbstift noch ein bisschen an. Ich lasse die Farbe einfach sanft nach innen ins Gesicht hinauslaufen. Und dann wird das ganz natürlich. Ja, und da ist er schon, unser fertiger Engel. Ich hoffe, dass dir dieses Tutorial viel Spaß gemacht hat und bin sehr gespannt, wie dein persönlicher Engel aussehen wird. Und wenn du magst, probier doch ruhig verschiedene Varianten aus. Ich habe hier noch einen zweiten Engel gestaltet in anderen Farben, mit anderen Haaren und ein bisschen kräftiger von der Statur. Vielleicht magst auch du hier dich kreativ austoben. Ich freue mich drauf und wünsche dir jetzt schon viel Spaß beim Umsetzen.